Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute, am Samstag, 19. Mai 2018, am Nachmittag habe ich mich zusammen mit Bruder Michael aus Deutschland über Skype eingefunden, um noch, bevor wir uns nachher mit Brett verabreden, um 4 Uhr eine neue Lesung von Codeword Babylon zu machen, eine neue Lesung jetzt zu machen aus dem Griesinger Buch über die Wirksamkeit, die verborgene Wirksamkeit der Jesuiten von ihrer Gründung des Ordens bis heute. Heute seien denn dann 1866, als der Theodor Griesinger diesen ersten Band veröffentlicht hat. Und wir befinden uns ja immer noch in dem Fall des 30-jährigen Krieges zwischen 1618 und 1648 und der jesuitische Einfluss darauf. Und das dürfte heute inzwischen, wenn ich mich nicht ganz irre, die 30. Lesung sein. Ja. Gut, erstmal möchte ich euch natürlich wieder mal bekannt machen mit meinem Bruder Michael, der über Skype mit mir verbunden ist und der uns bei dieser Lesung heute wieder begleiten wird und auch seine Kommentare dazu geben wird oder Fragen stellen wird, wenn er die denn hat. Hallo Michael, schönen guten Tag, gesegneten Sabbat auch dir und herzlich willkommen. Alles gut? Ja, hallo Jörg, hallo liebe Hörer und Abonnenten und bald Abonnenten von Joggler 66. Ich freue mich, heute wieder hier dabei sein zu können und bin mal ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht, denn auch das Thema 30-jähriger Krieg war so ein bisschen stiefmütterlich behandelt früher und mittlerweile bin ich ja viel, viel, viel mehr involviert in diese ganze Geschichte und deswegen wollen wir auch direkt loslegen. Genau, ohne weitere Verzögerung machen wir anschlusslos da weiter, wo wir gestern aufgehört hatten, nämlich auf Seite 301 im PDF, in dem zweiten Absatz, wo wir lesen, auf diese Art kam anno 1632 rein durch der Jesuiten Schuld der Frieden nicht zustande. Und ganz auf dieselbe Weise ging es auch anno 1635 und anno 1638. Die Jesuiten wollten den Krieg immer weiterführen, immer länger, immer länger. Im Jahre 1635 war es dem österreichischen Hofe gelungen, in dem sogenannten Prager Frieden die Allianz Sachsens und Schwedens zu lösen. Und dieser Friede hatte für den Kaiser Ferdinand einen unendlichen Wert, weil er damals allzu erschöpft war, um den Kampf mit all seinen bisherigen Feinden noch länger fortzusetzen. Dessen ungeachtet spielen die Jesuiten dem Vater Lamormain an der Spitze Feuer und Flammen über diesen Frieden und suchten nicht bloß die katholischen Kurfürsten mit der ganzen Kraft ihrer Überredungskunst von dem Beitritt zu demselben abzuhalten, sondern drangen auch alltäglich in den Kaiser, ihn zu brechen. Natürlich, denn durch das besagte Friedensinstrument wurde den Lutheranern Religionsfreiheit garantiert und die Durchführung des jesuitischen Restitutionsedikts. Kann ich hier lesen, das Wort. Sistiert? Ja, denke auch. Ja, es liest sich sistiert, aber ja, ich verstehe das Wort nicht. Ja, für mich fehlt da auch ein E. S-I-S-T-I-R-T lese ich da. So insistieren halt irgendwie. Ne? Ja, so. Der Restitutionsedikt ist sistiert, also ja. Ja, insistieren würde ich jetzt so neudeutsch. Vermuten. Also irgendwie, das war ein ganz toller Satz bis zum letzten Wort. Also auf jeden Fall wurde hier dem Restitutionsedikt natürlich entgegengespielt. Ne? Das muss man so wohl verstehen. Die Not des Habsburgers war jedoch damals zu groß, als dass er hätte seines Beichtvaters Willen erfüllen können, und somit musste dieser notgedrungen einen günstigeren Zeitpunkt abwarten. Nun starb im Februar 1637 Ferdinand II. Unter den Verwünschungen der durch ihn in unabfehlbares Elend gestürzten Völker Germaniens, und sofort bot die Landgräfin von Hessen, Amalie Elisabeth, als Vormünderin ihres 8-jährigen Söhnleins, dem Kaiser Ferdinand III., der zwischen 1637 und 1657 regierte, unter denselben Bedingungen wie Sachsen im Jahre 1635 die Hand zum Frieden. Der neue Kaiser, eben damals durch Bernhard von Weimar hart gedrängt, bevollmächtigte den Kurfürsten Anselm Kasimir, Erzbischof von Mainz, mit diesem für ihn hochwichtigen Geschäfte. Und der Kurfürst brachte dasselbe auch im August 1638 unter sehr günstigen Bedingungen für Österreich zustande.
Alle weltlichen Räte Ferdinands des Dritten frohlockten über den Vertrag und ebenso taten auch die meisten geistlichen Würdenträger. Nur allein die Jesuiten stemmten sich mit Händen und Füßen dagegen und stießen insgesamt ein wahres Jammergeschrei darüber aus, dass selbst den Reformierten, Hessen bekannte sich zum Calvinismus, diesen Gehassteten unter den Gehassten gesetzliche Duldung zugesagt werden solle. Welch ein Glück also für sie, dass der Kaiser einen der geschicktesten aus ihrer Mitte, den Pater Johann Ganz, zum Beichtvater hatte. Und welch ein noch größeres Glück, dass der Monarch sich durch dessen inständige Vorstellungen bewegen ließ, den Vertrag nicht zu ratifizieren. Die Landgräfin erneuerte also ihr Bündnis mit den Schweden und ihr tapferes Heer kämpfte von nun an bis zum Ende des Kriegs auf Seiten der Protestanten. Also, das ist das, was ich eben meinte mit den Schweden. Die hatten irgendwann mal die Seite gewechselt und sich dann auf die Seite der Protestanten geschlagen. Nur über den Johann Ganz lesen wir hier in einer Fußnote, dass er gebürtig aus dem Würzburgischen und Jesuit seit 1610 sei. Er begleitete Ferdinand den Dritten schon von seiner Thronbesteigung auf seinen Heereszügen als Feldprediger und wurde nachher durch volle 22 Jahre sein Beichtvater. Er überlebte übrigens seinen Herrn um 5 Jahre, indem er erst anno 1662, der Kaiser aber bereits 1657 starb. Also, dieser Johann Ganz wurde der Beichtvater des Kaisers. So trieben es die Jesuiten fort und fort und umsonst drangen die Reichsstände, die sich im Herbst 1640 zu Regensburg versammelten, in den Kaiser vor der Hand wenigstens eine allgemeine Amnestie zu veranlassen, damit durch dieselbe die Aussöhnung zwischen Österreich und den Protestanten angebahnt werde. Der Kaiser tat's nicht, weil die Jesuiten es nicht zugaben. Im Gegenteil verwarfen sie, wie aus einer damals von dem Pater Lorenz Forer, ich habe seine weiter oben schon erwähnt, stimmt, im Namen des Ordens veröffentlichten Schrift erhält, eine Generalamnestie als eine durchaus sündige und verwerfliche Sache und drangen mit aller Bitterkeit darauf, den Krieg bis zur gänzlichen Ausrottung des Protestantismus nie zu sistieren. Wieder das Wort sistieren hier. Das hatten wir doch gerade eben schon mal, ne? Genau, und wenn ich auf etwas insistiere, dann bestehe ich auf etwas. So habe ich das jetzt zumindest. Ja, gut, du kannst das ja mal googeln, vielleicht findest du ja eine Erklärung. Bin dabei, ja. Mach ich. Okay. Dann werden wir das ja mal sehen, was dieses Sistieren hier heißt. Aber der Autor fährt inzwischen fort und sagt, endlich aber sprach das Gebot der Not allzu stark, als dass der Kaiser noch länger hätte diesen Grundsatz verfolgen können. Und so wurden denn anno 1643 zu Münster und Osnabrück die Friedensverhandlungen zwischen den verschiedenen kriegsführenden Teilen, unter welchen auch das Ausland, Frankreich und Schweden, stark vertreten war, eröffnet. Ja, Frankreich hat auf der Seite der Katholiken gekämpft und Schweden auf der Seite der Protestanten. Ganz Deutschland atmete froh auf, als es sah, dass man wirklich mit dem Friedenswerke ernst machen wolle. Denn es war matt bis zum Tode von dem langen, furchtbaren Kampfe. Und so hofften denn Protestanten wie Katholiken, dass man sich in aller Schnelle einigen werde, dieweil ja während der Verhandlungen das Schlagen und Schlachten fortdauerte und zu den alten Verblutungen immer neue hinzukamen. Trotz alledem währte es noch volle 7 Jahre, bis die Verhandlungen zu Ende geführt werden konnten. Und wer trug die Schuld an dieser Verzögerung, während welcher unser armes Vaterland vollends bis zur Vernichtung ausgesaugt wurde? Ja, die Antwort dürfte ja wohl jedem deutlich sein. Niemand als nur der Orden Jesu. Das Erste, was die Protestanten verlangten und unbedingt verlangen mussten, war Religionsfreiheit, sowie überhaupt gleiche Berechtigung und Ebenbürtigkeit mit den Katholiken. Ohne Gewährung dieser obersten Bedingung konnten sie auf keinen Frieden eingehen, denn sonst wären sie ja rechtlos geblieben.
Allein eben diese Vorbedingung wurde von den Jesuiten als ein religiöser Gräuel unbedingt verworfen und sie drangen daher in den Kaiser, lieber anderweitig die größten Opfer zu bringen, lieber die schönsten deutschen Landstriche an Frankreich und Schweden abzutreten, als auf diese Bedingung einzugehen. Und nicht bloß in den Kaiser drangen sie, sondern auch in alle katholischen Reichsfürsten, in alle kleineren oder größeren katholischen Mächte, die auf dem Friedenskongresse vertreten waren. Welchen Erfolg aber diese Machinationen haben mussten, das kann man am besten aus der Tatsache ermessen, dass es damals fast in der ganzen katholischen Welt keinen einzigen Fürsten, ja nicht mal einen Minister oder Staatsmann von irgendwelcher Wichtigkeit gab, dessen Gewissen nicht ein Mitglied der Gesellschaft Jesu beraten hätte. Am allermeisten übrigens wussten sie den Umstand auszubeuten, dass die Friedensverhandlungen gerade in Münster und Osnabrück geführt wurden, denn in beiden Städten besaßen sie Kollegien und zudem war der Bischof von Osnabrück, der Wortführer des katholischen Reichsfürstenstandes auf dem Kongress, ihr besonderer Freund. Der besagte Bischof nämlich, mit Namen Franz Wilhelm, ein unehelicher Sohn des Herzogs Ferdinand von Bayern, wurde von seinem 9. Jahre an von den Söhnen Loyolas in Ingolstadt erzogen und sog da selbst solche Grundsätze ein, dass selbst sein Vetter Maximilian I. nicht jesuitischer denken konnte. Aber gleich ein bisschen verschieben hier. Was er also auf dem Kongresse, auf dem er als Vertreter von 17 katholischen Stimmen sowie wegen seiner Rednergabe und vornehmen Verwandtschaft großen Einfluss gewann, was er dort tat und sprach, das tat und sprach er im Geiste seiner Lehrer, also der Jesuiten. Und wenn selbst die beiden Ordensgenerale Bitticelli und Caraffa in deren Regierungsperiode der Kongress viel persönlich gegenwärtig gewesen wären, so hätten sie die Interessen ihres Ordens nicht besser wahren können. Ebenso tätig als er erwiesen sich die jesuitischen Professoren, welche sich den Kollegien zu Münster und Osnabrück das Lehramt führten, und insbesondere gingen die beiden Patres Johannes Mühlmann und Gottfried Köhler nebst ihrem Rektor Johannes Schücking mit einer solch durchdringenden Schlauheit zur Werke, dass man sie als wahre Musterjesuiten rühmen kann. Da war kein Gesandter eines katholischen Fürsten, bei dem sie nicht jeden Tag aus- und eingegangen wären. Da gab's kein Zimmer, selbst nicht das Geheimste, in welchem sie nicht ihre Lauscher gehabt hätten. Und selbst die Wohnungen der protestantischen Bevollmächtigten waren hiervon nicht ausgeschlossen. In dem Gartenpavillon ihres münsterischen Kollegiums aber hielten die Ultrakatholischen unter dem Vorsitz des spanischen Gesandten ihre Vorberatungen. Und dass dann die Beschlüsse stets in rein jesuitischem Sinn ausfielen, versteht sich natürlich von selbst. Auf diese Weise gelang es ihnen, das Friedenswerk auch durch volle 7 Jahre aufzuhalten. Und sicherlich hatte Ferdinand III. Seinem Gesandten, dem Grafen Maximilian von Trautmannsdorf, den Engel des Friedens, wie ihn viele mit Recht nannten, auch noch nicht einmal im Jahre 1648 Vollmacht gegeben, in der Frage der Religionsfreiheit die protestantischerseits verlangten Einräumungen zu machen, wenn nicht eben in dieser Zeit der stürmische Wrangel das letzte Heer, welches er aufzutreiben vermochte, in 1000 Trümmer geschlagen haben würde. Den Satz habe ich jetzt nicht besonders gut verstanden. Wenn nicht eben in dieser Zeit der stürmische Wrangel, ja, das ist Wrangel, ne? Das letzte Heer, welches er aufzutreiben vermochte, in 1000 Trümmer geschlagen haben würde. Unter besagten Umständen aber musste er, und so kam am 24. Oktober 1648 der schon so lange mit der inbrünstigen Sehnsucht herbeigewünschte Frieden, man nennt ihn den Westfälischen, ja, der Westfälische Frieden, endlich doch zustande. Allein, wie sah es nunmehr in Deutschland aus? Das 30-jährige Morden und Sengen hatte einen Zustand hervorgerufen, den näher zu beschreiben die Feder sich sträubt. Tausende von Städten und Dörfern in Ruinen, die üppigsten Fluren auf ganzen Wegstrecken in eine Wildnis verwandelt. Wilde Tiere in Massen, wo sonst friedliche Herden weideten,
die noch lebenden Menschen entmenscht und nicht selten bis zu Bestien herabgesunken. Jung und alt, so tief in der Unwissenheit begraben, dass viele nicht mehr wussten, wo Christus und wo der Teufel sei. Kurz, ein Zustand, den man sich erbarmungswürdiger nicht denken kann und der nur durch einen langen, langen Frieden wieder zum Guten gewendet werden konnte. Und doch, trotz dieser grässlichen Not hatten die Jesuiten all ihre Kräfte angewandt, um das Einigungswerk nicht zustande kommen zu lassen. Doch, trotz alledem gaben sie ihm ihren Fluch, nachdem es endlich zustande gekommen war. Zu verwundern übrigens hat man sich nicht hierüber, denn sie hatten gehofft, ihre Macht über ganz Deutschland auszubreiten, und nun mussten sie sich mit 2/3 begnügen. Freilich durften sie sich umgekehrt frohlockend zurufen, dass diese 2/3 eine Errungenschaft seien, vor welcher alle ihre Errungenschaften in irgendeinem anderen Staat Europas zurücktreten mussten, dieweil sie zur Zeit des Friedens in Österreich, Böhmen, Bayern und den verschiedenen geistlichen Fürstentümern im Reiche zusammen nicht weniger als 118 Kollegien nebst der entsprechenden Anzahl von Residenzen, Noviziaten und Professhäusern besaßen. Allein dessen ungeachtet machte er ihnen nichts größeren Schmerz als die Gewissheit, durch den Westfälischen Frieden ein so unendlich weites Feld für ihre Wirksamkeit sozusagen mit einem einzigen Federzeuge sich entrissen zu sehen. Und hier endet wohl das Kapitel, ne? Ja, dann gehen wir in die Machtschlange der Jesuiten nach England. Mal eben schauen, wie lange sind wir denn heute schon in der Aufnahme hier beschäftigt. Boah, das ist ein bisschen zu wenig, um jetzt schon zu stoppen, ne? Ja, ich hätte da auch noch den Herrn Duden, der dann noch ein Wörtchen mitzureden hätte. Okay, was hat denn der Herr Duden zu sagen? Der Herr Duden hat beim Namen Wrangel überhaupt keine Treffer gebracht, hat aber beim Verb sistieren bildungssprachlich gesagt, dass es heißen würde einstellen, unterbrechen, unterbinden, aufheben. Und in der Rechtssprache ist es eine Feststellung der Personalien, um jemanden zur Wache zu bringen und festzunehmen. Mhm. Ja, dachte ich da auch gerade. Ja, bin ich auch nicht viel schlauer. Okay. Nee. Na jedenfalls, das war ja, finde ich jetzt ein wenig schade, dass der Autor jetzt stoppt, was die Jesuitentätigkeit in Deutschland angeht, am Ende des 30-jährigen Krieges. Und ich werde auch direkt mal eben sagen, warum ich das so schade finde. Wir hatten jetzt gerade eben gelesen, dass die Friedensverhandlungen um den 30-jährigen Krieg vor allen Dingen darum gingen, dass die Protestanten natürlich auf dem Punkt bestanden, dass ihnen Religionsfreiheit zugesichert werden sollte. Und die römisch-katholische Kirche in Form der Jesuiten hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, Religionsfreiheit zu gewähren. Jetzt erlaubt mir eben, dass ich mal eine Brücke schlage in die damals noch bestehenden Kolonien. In Deutschland war also zu Anfang des 17. Jahrhunderts, ja, zwischen 1618 und 1648, als der 30-jährige Krieg wütete, es abzusehen, dass dieser Krieg nur dann ein Ende nehmen würde oder könnte, wenn den Protestanten Religionsfreiheit in irgendeiner Art und Weise zugesichert werden würde. Trotzdem kamen die Jesuiten immer noch als Gewinner aus diesem Krieg heraus, weil sie 2/3 von Deutschland unter ihrer Fuchtel hatten, unter der katholischen Fuchtel. Und nur knapp 1/3 war protestantisch. Und jetzt gibt es da 2 Bemerkungen, die ich dazu machen möchte. Zum einen, dass wir wissen aus anderen Geschichtslesungen, dass 1634 2 Schiffe in den Kolonien in Amerika ankamen. Die hießen die Arche und die Taube, ja, The Ark and the Dove. Und es gibt ein Buch von einem katholischen Schriftsteller namens J. Moss Ives, der das Buch geschrieben hat, The Ark and the Dove, über die Ankunft dieser beiden Schiffe. Wie da die ersten jesuitischen Missionen nach Nordamerika kamen. Und wie unter anderem der Father Andrew White, nach dem heutzutage das White House benannt ist, damals sich in Maryland, ja, gesettelt haben, also niedergelassen haben, und Maryland die einzige katholische Kolonie war in den damals 13 Kolonien, die die Vereinigten Staaten, die sie erst 1776 wurden, bildeten.
Warum ist das nun so ein wichtiger Punkt? Weil das genau zu der Zeit, wo in Europa dieser Verfolgungskrieg gegen die Protestanten gewütet hat, Deutschland ist ja, lass uns mal sagen, ein ganz großer Teil von Europa, dass wir also verstehen, dass zu der Zeit, wo die Jesuiten erstmals in den Kolonien landeten, mit den Schiffen The Ark and the Dove, dass das dieselbe Zeit ist, in der viele Protestanten in diese neue Welt flüchteten, weil sie nämlich in der alten Welt durch den Dreißigjährigen Krieg verfolgt wurden und getötet wurden für ihren Glauben. Und dann kamen sie in die Kolonien und in den Kolonien galten protestantische Gesetze, weil England war zu der Zeit protestantisch. Und in den Kolonien galt, dass ein Katholik keine öffentlichen Ämter bekleiden durfte, es durfte keine öffentliche römisch-katholische Messe gehalten werden und so weiter. Feiern wie Weihnachten waren verboten. Da gibt es heute noch Plakate von, die man sich im Internet anschauen kann, die damals angeschlagen wurden, dass es bei Strafe verboten war, Weihnachten zu feiern. Ja? Das Fest der Saturnalien, wie das ja eigentlich im heidnischen Rom heißt, das dann später christianisiert wurde als Weihnachten, aber überhaupt nichts Christliches damit zu tun hat. Das ist ein Punkt, den ich erwähnen wollte. Und als dann die Jesuiten zwischen 1634, wo sie in den Kolonien angekommen waren, und 1776, wo sie die Amerikaner soweit bekommen haben, oder die Kolonien soweit bekommen haben, ihre Unabhängigkeit von England zu erklären, in der ganzen Zeit haben die Jesuiten im Untergrund gearbeitet für dieses Ziel hin. Und das Ergebnis war, dass als die amerikanische Verfassung dann 1789 diesen neuen Staat gründete, zum selben Jahr, wo in Frankreich damals dann die Französische Revolution ausbrach, dass in Artikel 1 der amerikanischen Verfassung Redefreiheit und ich glaube im dritten Artikel oder was, oder im zweiten Artikel, im zweiten Zusatz der Artikel von dem Bill of Rights, wie das heißt, in dem zweiten Zusatz zur Verfassung, Religionsfreiheit zugesichert wurde. Also genau die Religionsfreiheit, die die Jesuiten den Protestanten während des Dreißigjährigen Krieges, um einen Frieden zu schaffen, in Deutschland und in Europa, den Protestanten nicht gönnen wollten, genau diese Religionsfreiheit in Nordamerika, das protestantisch war und antikatholisch war, hat dafür gesorgt, dass die Katholiken in den Vereinigten Staaten von Amerika Fuß fassen konnten, was sie die ganzen 140 Jahre davor, seit der Landung der Arche und der Taube in 1634, nicht konnten. Und so muss man, wenn man Geschichte richtig studiert, die Geschichte richtig verstehen. Die römisch-katholische Kirche ist immer gegen Religionsfreiheit. Sie ist nur dann ein Vorstander oder ein Proponent, wie sagt man das im Deutschen? Proponent, sagt man, ist ja das englische Wort, wie sagt man das? Ein Befürworter. Ein Befürworter von Religionsfreiheit, wenn sie selber in der Unterzahl ist. Nun, in Deutschland in der Zeit haben wir ja gemerkt, dass sie durch Bayern und Österreich und sowas in der Überzahl war. Dass die Protestanten zwar auch zahlreich viel waren, aber sie waren den Katholiken im Grunde unterlegen. Und wenn die römisch-katholische Kirche in der Überzahl ist oder in der Übermacht ist, dann wird sie niemals, außer jetzt in dem Fall, um den Krieg endlich zu beendigen, Religionsfreiheit zugestehen. Was die Religionsfreiheit dann wert war, das ist wieder eine andere Sache. Das sehen wir dann ja, wie es nach dem 30-jährigen Krieg unter anderem auch in Deutschland weitergeht. Also ein wichtiger Punkt ist hier eben auf die Religionsfreiheit zu sprechen zu kommen und den Leuten bitte schön klar zu machen, die römisch-katholische Kirche ist niemals für Religionsfreiheit. Das ist auch ganz deutlich das Ergebnis, was wir hier bei den Verhandlungen zum Ende des 30-jährigen Krieges gesehen haben. Außer sie ist in der absoluten Unterzahl, wie sie das in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in den Kolonien damals war, wo von 2,5 Millionen Einwohnern es gerade mal 20.000 Katholiken gab. Sie waren knapp 1,8% in total. 1,8% der Bevölkerung waren die Katholiken vertreten, 0,2% waren Juden und andere Religionsgemeinschaften und knapp 98% waren Protestanten, die Einwohner der sogenannten Neuen Welt. Das ist ein Punkt, den ich machen wollte, über die Religionsfreiheit. Der zweite Punkt, den ich machen wollte, ist, dass wir im weiteren Verlauf nach dem Anfang des 17. Jahrhunderts jetzt sehen, wie die Jesuiten die Freimaurerei gründen und alle verschiedenen
Level, also Grade der Freimaurerei einführen, bis zum Scottish Rite, 33. Grad, der dann irgendwann im 18. Jahrhundert geschrieben wurde. Also ab Mitte des 17. Jahrhunderts haben die Jesuiten dafür gesorgt, die Freimaurerei einzuführen. Und die Freimaurerei ist dann genau das gewesen, was den Norden Deutschlands unterwandert hat. Preußen, die preußischen Könige, waren meistens Freimaurer. Und Freimaurertum ist im Grunde nichts anderes als der protestantische Arm der Jesuiten. Also, nur ein anderer Arm, doch derselben Person. Und auch das muss man berücksichtigen. Und wenn wir jetzt verstehen, dass wir zwar die Zugabe hatten, der Jesuiten am Ende des Dreißigjährigen Krieges, den Protestanten soweit, zwischen Anführungszeichen, Religionsfreiheit zu gewähren, aber dann auf der anderen Seite dafür sorgten, dass sie durch das Einführen der Freimaurerei eine Autorität über die Protestanten ausüben konnten, die sich in der Freimaurerei organisiert haben, dann sehen wir, wie die Jesuiten durch die Jahrhunderte hindurch von beiden Seiten gearbeitet haben, um beide Seiten zu kontrollieren. Und später, als zum Beispiel die Jesuiten verboten wurden, in der Zeit zwischen 1773 und 1814, da fanden die Jesuiten in zwei Ländern auf dieser Welt ganz offiziell Unterschlupf. Und zwar Russland und Preußen. Preußen, das der protestantische Norden von Deutschland war und ist. Naja, heute schweigen wir da mal drüber, lieber drüber, was da noch am Protestantismus drüber ist. Aber das ist der Punkt, dass sie damals die Preußen durch die Freimaurerei beherrscht haben und den Süden haben sie beherrscht durch ihren offiziellen Katholizismus. Und das ist, denke ich, wie man die Geschichte Deutschlands auch mal sehen muss. Und das wird einem in keinem Geschichtsunterricht in der Schule oder in der Universität oder sonst wo irgendwo gelehrt. Zu diesem Verständnis kann man nur kommen, wenn man solche Bücher wie das Buch von Griesinger sich jetzt anschaut oder durchliest und das vergleicht mit anderen Büchern, sowohl Englisch als auch Deutsch, und dann formt sich langsamerhand ein Gesamtbild darüber. Und ich finde es deswegen schade, dass der Autor jetzt hier zum Ende des Dreißigjährigen Krieges das Kapitel Deutschland abschließt. Aber, ich möchte euch vertrösten, es gibt noch einen zweiten Band und wir werden später noch mehr auf Deutschland eingehen. Aber hier über die, wie er das selbst hier nennt, über die, wie heißt das hier, die Machtstellung der Jesuiten in Deutschland und den angrenzenden Ländern, dieses Kapitel ist jetzt in diesem Augenblick vorbei, aber wir werden später noch auf Deutschland zurückkehren. Aber ich finde es irgendwo eine verpasste Chance, dass der Autor hier jetzt weiterhin, zumindest bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts, weiter die Geschichte der Jesuiten hätte uns erklären können in Deutschland und wie das da weiterging. Tja, das waren jetzt mal ein paar Minuten, wo ich mal eine ganze Menge gesagt habe. Michael, hast du da vielleicht eine Bemerkung zu? Nö, ich habe wieder was gelernt und mir ist jetzt auch bewusst, dass der Herr Griesinger vielleicht auch etwas für seinen zweiten Band so als Schriftsteller aufgehoben hat, weil er ist ja so ein Meister der Cliffhanger. Ja, er hatte ja bereits vorher, glaube ich, zweimal in diesem Buch erwähnt, dass er auf dieses und dieses Thema im zweiten Buch noch mehr eingeht als hier im ersten. Ja, genau. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich finde halt den Abschluss hier ein bisschen schade, wie er das gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz lassen wir uns da nicht von irgendwie jetzt beeinflussen, sondern dann werden wir jetzt mal weiterlesen. Ich werde nochmal eben hier das Bild verändern hier nebenbei. Und dann gehen wir halt in das nächste Kapitel, also Kapitel 6, ja, unter dem in dem zweiten Kapitel ist es immer noch die Machtstellung der Jesuiten in Europa. Wir hatten da ja bereits die anderen Länder gesehen. Wir hatten Italien gesehen, wir hatten Frankreich gesehen, wir hatten Spanien gesehen, wir hatten jetzt Deutschland gesehen. Und jetzt gehen wir nach England. Die Machtstellung der Jesuiten in England und den nordischen Reichen. Die nordischen Reiche, das würden wir heute wohl als Skandinavien bezeichnen, gehe ich mal von aus. Also, lesen wir weiter hier, wenn du weiter keine Bemerkung hast, Michael. Ne? Gut, dann lesen wir weiter. Jo. Weit weniger als in irgendeinem anderen Staate Europas wollte es den Jesuiten glücken, sich in den nordischen Reichen einheimisch zu machen. Das einzige Polen ausgenommen.
und ich werde mich daher in dieser letzten Schilderung des jesuitischen Wachstums sehr kurz fassen können. England war durch das gewalttätige Gebaren des Königs Heinrich des VIII. Dem römischen Zepter entwendet worden, und solange dieser Monarch lebte, das war immerhin bis 1547, musste alles, was katholisch hieß, seinen Landen fernbleiben. Hierüber grämte sich der Stifter des Jesuitenordens gar sehr, und er schickte sofort seine beiden Schüler Pasquier Bruet und Salmeron nach England ab, um zu sehen, ob sich kein Terrain für eine Kolonie in seinem Sinne finden ließe. Bruet und Salmeron überzeugten sich aber bald, dass hier nichts zu machen sei, und schifften sofort nach der Insel Grünirren, wie man Irland gewöhnlich zu benennen pflegt, über, um deren Bewohner und ihren gewaltsamen Widerstand gegen Heinrich den VIII. Und seine reformatorischen Bestrebungen zu stärken. Doch auch hier war ihres Bleibens nicht lang, denn König Heinrich brachte seine aufrührerischen Untertanen mit Blut und Eisen zum Gehorsam, und die jesuitischen Emissäre mussten sich daher über Hals und Kopf flüchten. Ebenso wenig ließ sich damals in Schottland etwas ausrichten, indem allda der große Reformator John Knox bei seiner Ausrottung des Papismus das ganze Volk hinter sich hatte. Ja, mit John Knox sollte man sich mal ein bisschen beschäftigen, wenn man den nicht kennt. Der hat einige fantastische Reden, Predigten da gehalten und das ganze Land von einem auf den anderen Tag mehr oder weniger protestantisch gemacht, die Schotten. Wirklich toll. John Knox, eine fantastische protestantische Person. Diese den Jesuiten sogar sehr feindseligen Verhältnisse änderten sich nun allerdings, als in England nach der kurzen Zwischenregierung Eduards des VI. Zwischen 1547 und 1553 die Tochter Heinrichs des VIII. Aus seiner Ehe mit Katharina von Aragonien, Maria I., gewöhnlich nur die blutige Maria genannt, und in Schottland Maria Stuart, die Tochter Jakobs des V. und der Maria von Lothringen zur Regierung kamen, indem beide Regentinnen von ihren Müttern im strengst katholischen Glauben erzogen worden waren. Ich muss hier eine kleine Bemerkung machen über Edward den VI. Edward der VI. Ist meines Erachtens gestorben mit 9 Jahren. Der kam, glaube ich, mit 3 Jahren oder sowas auf den Thron als rechtmäßiger Thronerbe Henry des VI. Und ist gestorben so jung, und andere Autoren haben bereits deutlich werden lassen, dass dem sein Ableben auch sehr geholfen wurde durch Jesuiten, also durch wahrscheinlich vergiftet, dass er wurde. Weil er nämlich ein protestantischer König war, so klein er auch gewesen sein mag. Aber er war ein protestantischer König. Und die wir jetzt gerade besprechen, die Maria I., die sogenannte Bloody Mary, die er ja nur als Cocktail kennt, die meisten jedenfalls, das ist diese blutige Maria, die hat dann die Protestanten verfolgt in England, die auf den Thron kam, die war eben im katholischen Glauben erzogen worden. Und somit war England wieder dem Katholizismus zugewandt in der Regierungszeit der Maria, worüber wir jetzt hier ja gerade lesen. Allein, fährt der Autor fort, so ungeheure Anstrengungen auch die Römlinge unter bedeutender Mitwirkung der Söhne Loyolas, besonders der beiden Patres Edmund Hunn und Thomas Despire, machten, um den Protestantismus bleibend zu verdrängen, so große Gräuel auch verübt wurden und so viel des protestantischen Blutes floss, so endete die grässliche Tragödie doch damit, dass die Jesuiten, sowie in England die berühmte Elisabeth anno 1558 und in Schottland für den minderjährigen Jakob den VI. Anno 1568 der Graf Murray, die Zügel der Regierung ergriff, ganz Großbritannien verlassen mussten. Natürlich übrigens ließen deshalb die Söhne Loyolas in ihren Bestrebungen, sich auf der britannischen Insel festzusetzen, doch nicht nach, sondern sie errichteten vielmehr alsbald sowohl in Rom selbst als auf französischem Boden in Douai und in Reims, übrigens daher kommt die Douai-Reims-Bibel der Jesuiten von 1609, sowie später in Saint-Omer. Das war Flandern hier, das war früher in Belgien, das ist heutzutage in Nordfrankreich, in Nord-Pas-de-Calais. Lüttich, das ist immer noch Belgien heute, und anderswo auf dem Kontinente Seminarien, um darin junge Engländer
im papistisch-jesuitischen Sinn zu erziehen, und aus diesen Anstalten gingen dann von Zeit zu Zeit Emissäre unter allerlei Verkleidungen nach England ab, dieses Reich in Verwirrung zu bringen. Ja, da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Es sind nicht nur, wie der Autor hier sagt, die Seminarien in Rom, auf französischem Boden, in Douai, in Reims, Saint-Omer, Liège, Lüttich und anderswo im Kontinente, sondern es sind auch vor allen Dingen in Spanien Kontinente gewesen. Und der Einfluss der Jesuiten in der Regierungszeit der Königin Elisabeth I. zwischen 1558 und 1603 war so groß, dass sie verschiedene Verschwörungen geplant hatten, um sie umzubringen. Auf das Leben der Königin von England wurden mehr als 20 Attentate verübt, und die berühmtesten, die wir dann auch besprochen hatten in der Buchlesung Code Word Babylon, sind unter anderem der Babington Plot, wo dann der Lord Walsingham eine nachrichtendienstliche Organisation im Grunde gründete, auf die dann später solche Sachen wie James Bond, dieser ganze Quatsch zurückging. Ja, das ist von dem Lord Walsingham, der unter der Königin Elisabeth regiert hat. Der Babington-Plot, der also vereitelt wurde, um die Königin von England umzubringen. Und als der König von Spanien vom Papst angehalten wurde, seine Armada zu schicken, um mit der spanischen Armada in England einzufallen, um halt gewalttätig dafür zu sorgen, dass die Engländer wieder unter die Fittiche des Papstes kamen. Und zum Schluss nicht zu vergessen, 1605, die Schießpulververschwörung von 1605 am 5. November, wo sie versucht hatten, das Parlament mit König James I. von England, der uns ja die Bibel brachte, 1611, in die Luft zu jagen. Ja, und wenn ich da eine Bemerkung zu machen darf, einer dieser Verschwörer war ja dieser Guy Fawkes, der ja wohl eine Art Sprengmeister oder so gewesen ist, der also dieses ganze Sprengstoff, also Gunpowder heißt ja Schießpulver eigentlich, unterhalb des Parlamentsgebäudes angebracht hat. Und eben dieser Guy Fawkes ist heutzutage Aushängeschild, die Maske, das Gesicht von Guy Fawkes, der dann daraufhin auch hingerichtet worden ist als Verräter, ist heutzutage die Maske der Bewegung Anonymous. Und das finde ich ja, da bin ich immer so ein bisschen fassungslos, wenn ich mal die Geschichte studiere, wo ich einfach sehe, Geschichte wiederholt sich. Und ich glaube, dass 99% der Leute, die Anonymous kennen, nicht die Bedeutung der Person Guy Fawkes wissen. Ja, und mindestens 99% der Menschen, die ins Kino gegangen sind und sich den Film V wie Vendetta angeschaut haben, keine Ahnung davon haben, wo da der Guy Fawkes verherrlicht wurde als Märtyrer und großer Held, dass er nichts anderes probiert hat, als die mehr oder weniger protestantische Regierung der Engländer zu der Zeit zu stürzen. Ja, ist halt ein Mordversuch und damit ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Also ja, natürlich. Aber die Jesuiten haben sich ja als Motto gesetzt, INRI, Iustrum Necker Regis Impius. Was heißt mit anderen Worten, es ist rechtens, um heretische Könige oder sonstige Regierungschefs von ihren, in diesem Fall Könige, von ihrem Thron zu entfernen. Und zwar auf jede erdenkliche Art und Weise, denn der Zweck heiligt die Mittel. Ja, das kommt immer wieder darin vor. Aber mit dem Guy Fawkes hast du ganz recht. Ja, die Maske des Anonymous ist die, ist dem Gesicht von Guy Fawkes nachempfunden, und ich habe darüber im Englischen mehrere Videos gemacht. In Hour of the Truth habe ich zum 5. November 2015 eine Sendung gemacht, in Gedenken an den Reformationstag, der eine Woche davor war, und dem Gunpowder-Plot, also dem Schießpulver-Komplott, gewidmet. Kann man sich in der Hour of the Truth-Spielserie ansehen von mir. Und ich bin darauf eingegangen in der Lesung von Babylon nach Alle Wege führen nach Rom. Und wir sind da sehr intensiv drauf eingegangen in den Lesungen von Code Word Babylon. Weil Code Word Babylon beschäftigt sich auf, glaube ich, knapp 50 Seiten. Nicht nur mit dem Schießpulverkomplott, sondern auch mit, wie heißt das hier, mal eben sehen, ob ich das hier jetzt gerade mal eben finde. Wo ist das hier? Henry Garnett. Die Konfession und Prozess von Henry Garnett, der Gesellschaft Jesu,
der Doktor der 5Ds. Ja? Das geht also hier über etliche Seiten. Wenn ich mal eben schaue hier, Gunpowder Plot, das fängt in Cold War Babylon an auf Seite 37 und geht dann durch bis auf Seite 58, also 21 Seiten, die sich intensiv mit dem Schießpulverkomplott hier beschäftigen. Und das ist halt eine der wichtigsten oder größten Aktionen, die die Jesuiten damals im Untergrund in England durchgeführt haben, um dafür zu sorgen, dass nach Möglichkeit halt England wieder unter römische Fittiche zurückkommt. Ja. Ja, man kann nur hoffen, dass viele, die auch diese Lesung hier verfolgen, dann vielleicht auch mal neugierig werden, im positiven Sinne, und sich dann mal Code für Babylon zulegen oder zumindest die Lesungen verfolgen, denn da hat man einen noch ganz anderen geschichtlichen Überblick über Jahrtausende eigentlich oder Jahrhunderte zumindest von diesen ganzen Strömungen, die da jetzt errichtet worden sind, um halt Menschen vom Wesentlichen abzulenken, um es mal so auszudrücken. Das ist vollkommen richtig, ja. Und es gibt nicht nur das Buch, ich meine, alle meine englischen Bücher, die ich in der Beziehung gelesen habe, glaube ich, sind sehr interessant für das allgemeine Geschichtsverständnis, angefangen von Rulers of Evil, und dann über Babylon Mystery Religion von Ralph Woodrow rüber zu All Roads Lead to Rome, das ich ja in Deutsch auch gelesen habe. Alle Wege führen nach Rom. Ja, und dann jetzt die beinahe, also wenn dieses Video hier erscheint, natürlich schon längst abgelaufene Serie, Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, wo ich das Englische ja auch erst noch hochladen muss, habe ich ja noch gar nicht mal angefangen. Die Videos sind ja alle fertig. Das sind 30 Videos, die auf meinem Computer nur warten, um endlich veröffentlicht zu werden. Die ganze Buchlesung davon. Also wie gesagt, hier ist ja einer, der Englisch spricht, der kann sich da also sehr, sehr gut mit informieren über diese ganzen Dinge, ja. Ich wollte jetzt nochmal eben hier in die Fußnote mit einsteigen, weil hier war ja am Ende der Seite eine Fußnote, wo es da hieß, dass es also die Emissäre da allerlei unter allen Verkleidungen nach England sich hineinließen, um dieses Reich in Verwirrung zu bringen. Und da finden wir dann in der Fußnote stehen, als solche Emissäre glänzten unter Elisabeths Regierung besonders die Patres Edmund Campion, Rudolf Servet, Alexander Briand und Robert Pearson, welche bald als Soldaten, bald als Kaufleute verkleidet England durchzogen. Pearson war auch zugleich der Verfasser verschiedener Schmähschriften auf die Königin und ebenso Edmund Campion. Edmund Campion spielt eine ganz wichtige Rolle im sogenannten Babington Plot, über den ich ja schon berichtet hatte eben. Ja, lesen wir den Satz eben nochmal, um da wieder ein bisschen reinzukommen. Und der Satz ist ja nicht gerade unwichtig, dass wir wissen, mit welchen Leuten hier jetzt in England da der Krieg der Jesuiten weitergeführt wird. Also ganz desselben Ruhms machten sich auch die Königreiche Dänemark und Schweden teilhaftig, obwohl wenigstens im letzteren Reiche, also Schweden, nicht ohne Kampf und Streit. Nachdem nämlich hier durch Gustav I. die Reformation eingeführt und der Katholizismus gänzlich vernichtet worden war, ja, und deswegen hatte ich bei der Lesung über den 30-jährigen Krieg gesagt, dass da die Schweden nicht immer protestantisch waren, sondern eben auch katholisch waren. Ja, der Katholizismus wurde hier vernichtet, also war es davor katholisch. Ja, das ist der Punkt, den ich damals meinte, aber ich war da wohl ein bisschen in der Zeit verrutscht. Jedenfalls glaubten die Jesuiten unter seinem zweiten Sohn und Nachfolger Johann III. Zwischen 1568 und 92 den rechten Zeitpunkt gekommen, um sich in den schwedischen Landen geltend zu machen. Denn Johann hatte die sehr gute katholische Prinzessin Katharina, eine Schwester des Königs Sigismund August II. Von Polen, geheiratet und diese wusste ihn ganz nach ihrem Belieben zu stimmen. Offen durfte man jedoch bei der Sache nicht zu Werke gehen, weil sich sonst das in seinem evangelischen Glauben sehr eifrige schwedische Volk empört haben würde, und somit ward der König überredet, vorerst nur ganz in der Stille und heimlich einige Jesuitenpatres kommen zu lassen. Die Patres erschienen zu ihrer Spitze Lorenzi Nicolai aus Löwen, das ist hier, wo ich wohne, und gerierten sich als protestantische Theologen, als welche sie auch durch den Machtspruch Johanns an der neu errichteten Universität Anstellung fanden. Ihr heimliches Wirken jedoch ging dem Ordensgeneral Eberhard Mercurien zu Rom viel zu langsam und er sandte deshalb den Pater Anton Possevin, den wir von Savoyen her schon kennen,
und den König, um den König zu bestimmen, dass er den Kultus der katholischen Religion öffentlich auszuüben gestatte. So weit jedoch brachte es auch Poussevin, der in der Eigenschaft eines kaiserlichen Gesandten auftrat, nicht, wohl aber so weit, dass Johann heimlich zum Katholizismus übertrat und nachdem er den Pater Stanislaus Versovicius, den Gewissensrat seiner Gemahlin, auch zu seinem Beichtvater angenommen hatte, sich in seinem Palast eine Kapelle einrichten ließ, in welcher er sich alle Tage die Messe nach katholischem Ritus lesen ließ. Von weit größerer Tragweite jedoch war es, dass er seinen Erstgeborenen und dereinstigen Nachfolger Sigismund, um die Wahl desselben zum König von Polen möglich zu machen, öffentlich in der katholischen Religion erziehen ließ und so gewissermaßen die Schweden darauf vorbereitete, dass mit der Thronbesteigung Sigismunds diese Religion öffentlich werde eingeführt werden. Beides schien auch in der Tat eintreten zu wollen. Sigismund wurde nämlich anno 1587 richtig von den Polen als der wurde nämlich anno 1587 richtig von den Polen als der nächste Erbe Sigismund Augusts II. Zu ihrem Könige erwählt und als dann anno 1592 Johann III. Starb, so erbte der junge Monarch auch noch das Königreich Schweden. Was war aber nun natürlicher, als dass er, der von den Jesuiten erzogen worden war und seit seiner polnischen Thronbesteigung sich ganz in ihren Händen befand, sofort von ihnen getrieben, dem Katholizismus in Schweden Eingang zu verschaffen suchte. Seht ihr, das ist die Sache, die ich noch wusste, aber das war halt im 16. Jahrhundert noch mit dem Sigismund, der damals ja König von Polen war. So hatten sie ja damals die Jesuiten es innerhalb von 60 Jahren geschafft, das komplett protestantische Polen komplett katholisch zu machen. Das haben wir in einer früheren Lesung hier mehr oder weniger am Anfang des Buches bereits gelesen. Da und hier und da komme ich dann halt auch mal irgendwo mit den Daten vielleicht ein bisschen durcheinander. Dafür bitte ich dann mal eben um Verzeihung. Aber ist schon unglaublich interessant, so diese Verbindung zwischen den Schweden und den Polen. Ne? Dessenthalben versammelten sich auch sofort am 9. Januar 1593 die schwedischen Stände in Uppsala. Dies hier heißt wirklich Uppsala. Ich hatte ja letztens da die spanische Stadt Alcalá als Ullala gelesen, aber dies hier heißt wirklich Uppsala. Ja? Die ist auch bekannt. Ja, eben, die ist auch bekannt. Ja, Ullala kennt keiner, sie ist ja Alcalá. Aber ich konnte das damals echt nicht lesen in dem Buch hier. Also, am 9. Januar 1593 versammelten sich die schwedischen Stände in Uppsala und fassten einmütig den Beschluss, dass im ganzen Vaterlande für alle Zukunft nur die augsburgische Konfession Geltung haben dürfe. Das ist eine protestantische Konfession. Ja? Augsburger Konfession, das war 1530, wo die Protestanten da vor dem Augsburger Edikt standen. Diesen von allen Anwesenden, also dem Reichsrat, der Ritterschaft, der Geistlichkeit, den Staatsministern, den Landvögten und den Bürgermeistern unterzeichneten und von dem einstweiligen Reichsverweser Karl Herzog der Ostgoten und Bruder des verstorbenen Johann III. Kontrasignierten Beschluss, der übermachte man durch eine Deputation dem Sigismund nach Warschau und forderte ihn auf, denselben zu beschwören, ehe er nach Schweden zur Krönung komme. Was tat hierauf Sigismund? Nun, im Anfang versuchte er es, ohne die geforderte Eidleistung, den schwedischen Thron einzunehmen. Wie aber dies nicht ging, sondern vielmehr eine offene Empörung auszubrechen drohte, da schwur er auf den Rat der Jesuiten, was man von ihm wollte, doch mit loyalitischen inneren Vorbehalten, also die geistigen Vorbehalte bei einem Schwur, den Kontrakt, soweit er ihm nicht konveniere, sogleich wieder zu brechen. Und richtig, so wie er gekrönt war, kümmerte er sich kein Jota mehr um seinen Eid, führte vielmehr seine geliebten Jesuiten in Stockholm ein und übergab ihnen dort mehrere der bestehenden Kirchen, die er den Protestanten entriss. Überdem stellte er katholische Räte an, ließ Prozessionen aufführen, verlangte, dass man im ganzen Lande den Söhnen Loyolas Kollegien einräume und hob schließlich die Beschlüsse von Uppsala als ungesetzlich auf.
Dies ließen sich nun aber die schwedischen Stände keineswegs gefallen, sondern sie protestierten sofort energisch, und wie die Protestationen nichts halfen, stellten sie ein Heer auf, schlugen dasjenige, welches Sigismund aus Polen gegen sie heranführte, erklärten sodann den schwedischen Thron für erledigt und setzten schließlich am 18. März 1607 dem Herzog Karl von Ostgotland die Krone auf. Nun hatte es mit der kurzen Herrlichkeit des Ordens Jesu in mit einem Male ein Ende, und seither sind seine Jünger auch nie mehr nach Schweden zurückgekehrt. Doch nein, ich hab Unrecht! Ein einziges Mal kehrten sie zurück, nämlich unter der Königin Christine, der Tochter Gustav Adolfs, dem Löw von Mitternacht, der so Großes im Dreißigjährigen Krieg für die Sache der Protestanten leistete. Sie kam aber nicht als Jesuiten, sondern entweder in der Verkleidung von Gelehrten, wie der Mediziner Bourdelot und die beiden Mathematiker Paul Cassati und Franz Malines, oder als unschuldige Hauskaplane fremder Gesandten, wie die Patres Mannerschied und Anton Macebo, von denen ersterer den spanischen und letzterer den portugiesischen Ambassador, also Botschafter, begleitete. Auch gelang es ihnen keineswegs, von der Königin irgendeine Begünstigung ihres Ordens oder der katholischen Religion zu erhalten. Vielmehr legte die genannte Monarchin ihre Krone vorher nieder, ehe sie am 24. Dezember 1654 ihren Glauben zu Brüssel in die Hände des Paters Güemes abschwur, und diese Religionsveränderung hatte so wenig auch nur die geringste Rückwirkung auf Schweden, dass man ihr, als sie einstens auf Besuch nach Stockholm zurückkam, nicht einmal die Ausübung ihrer neu angenommenen Religion gestattete. So, ich muss mal eben hier ein anderes Bild nehmen. Nicht immer den Loyola darin haben. Ich wollte eigentlich ein anderes Bild haben, aber gut, hatten wir den Loyola da drin. Dann fahren wir noch mal eben fort. Eines ganz anderen Erfolges erfreuten sich die Söhne Loyolas in Polen, in welchem die katholische Religion auch nach der Reformation die herrschende geblieben war, obwohl auch nicht wenige Einwohner, etwa der vierte Teil, sich zum protestantischen Glauben bekannten. Der erste, der diese schwarzen Patres ins Land rief, war der Bischof von Vilna, und unter seinem Schutz gründete der Pater Magius ein Kollegium daselbst, welches gleichsam das Mutterhaus für alle späteren jesuitischen Kolonien in Polen und Litauen anzugeben ist. Ihr Hauptwachstum verdankten sie übrigens dem Stefan Batory, welchen die Polen im Jahre 1576 zu ihrem Könige wählten, denn bei ihm wussten sich die schlauen Patres so sehr in Gunst zu setzen, dass er sie während seiner 10-jährigen Regierung mit Reichtümern fast überschwemmte. So entstanden nach und nach im Krakauer Gebiet neben einem Professhaus und Noviziate nicht weniger als 17 Kollegien und Seminarien nebst 8 Residenzen, in denen zusammen gegen 600 Jesuiten wirkten. Im Warschauer Gebiet aber und im Litauischen gab es 2 Professhäuser, ein Noviziat, 15 Kollegien, 4 Residenzen und etwa 500 Ordensglieder. Ja, bis Riga und Smolensk schoben sie ihre Vorposten vor, und selbst in dem fernen Nowgorod erwarben sie sich eine Niederlassung. So groß nun aber der Nutzen war, den die Jesuiten durch diese Erfolge für sich selbst gewannen, so außerordentlich hoch belief sich der Schaden, der dadurch der polnischen Nation zugefügt wurde, denn sobald die Söhne Loyolas einmal recht fest im Sattel, im Hefte saßen, fingen sie an, gegen die Protestanten und Nicht-Katholischen überhaupt, welche bisher nach den bestehenden Gesetzen vollkommene Religionsfreiheit genossen hatten, mit teils offenem, teils geschlossenem Visier zu Felde zu ziehen. Und es entstanden infolgedessen jene inneren Unruhen im Reiche, welche erst nach Jahrhunderten und nur mit dem Untergange der Selbstständigkeit Polens endigten. Eine ins Einzelne eingehende Geschichte dieser und die jesuitischen Umtriebe veranlassten inneren Zwistigkeiten zu beschreiben, muss ich übrigens umso mehr hier unterlassen, als die Art und Weise, wie die Loyoliten zu Werke gingen, ganz dieselbe war wie vor und während des großen Glaubenskrieges in Deutschland. Und ich begnüge mich also, darauf hinzuweisen, wie die Aufgeklärteren unter den Polen schon am Ende des 16. Jahrhunderts sich ganz deutlich bewusst wurden, woher die Zerrissenheit im Staate komme und wohin sie schließlich führen müsse. Zu einem der polnischen Adelstände zu
Prosnowitz übergebenen Denkschrift heißt es nämlich unter anderem wörtlich, Zitat, die Jesuiten denken ganz und gar nicht darauf, die Andersgläubigen zu überzeugen, als vielmehr sie zu verfolgen, zu ängstigen und einem ewigen Religionshass lebendig zu erhalten. Ihre brauchbarsten und scharfsinnigsten Mitglieder verwenden sie, statt zur Erziehung der Jugend am Hofe, damit sie bei Königswahlen wie bei königlichen Erlassen einen entscheidenden Einfluss ausüben können, unter dem Schutze des königlichen Aufsehens, aber schmeicheln sie nur ihrem eigenen herrschsüchtigen Leidenschaften. Sie waren es, welche die Unruhen in Livland, in Riga, in Litauen, in Dolhynien anstifteten, und sie waren es, welche in Krakau die protestantischen Geistlichen, um sich ihrer Kirchen zu bemächtigen, ohne Rücksicht auf Krankheit und hohes Alter mit Gewalt vertrieben, so dass bei diesem Anlass einige Tempel sogar in Flammen aufgingen. Ihre Kollegien, Seminarien und Professhäuser, die sie sich bei uns erbauten, gleichen Palästen und befestigten Zitadellen und scheinen geradezu angelegt zu sein, damit Verräter des Vaterlandes sich darin halten können. Aufruhr stiften ist ihr Element, und ihre Hauptkraft verwenden sie gegen diejenigen, welche als redliche Patrioten bekannt sind. Darum aber gibt es auch kein anderes Hilfsmittel, den Staat zu retten, als, wie schon der berühmte Dr. Pier und Reichskanzler Johann Zamonski sich aussprachen, diese Leute aus dem ganzen Lande fortzuschaffen. So urteilten schon Ende des 16. Jahrhunderts die klarer Denkenden unter den Polen über den Orden Jesu. Allein dieser hatte damals bereits sowohl bei Hofe als beim tonangebenden Adel eine allzu feste Position gewonnen, als dass auf solche Urteile aus den Landtagen gehört worden wäre. Und somit erreichten die Söhne Loyola schließlich anno 1717 noch ihren Zweck, nämlich die vollständige Unterdrückung alles nicht-katholischen Glaubens und zugleich die Beraubung der Dissidenten all ihrer politischen Rechte. Über diesen fanatischen Gebaren aber brach der Bürgerkrieg zu offenen Flammen aus, und da die Dissidenten von Russland in Schutz genommen wurden, so kam es schließlich, wie es nicht anders kommen konnte, nämlich zur Auflösung und Teilung des polnischen Reiches. Und das ist ja die Geschichte des polnischen Reiches bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Da ging es immer nur hin und her. Ja. Das gehörte teilweise Deutschland, teilweise sich selbst, teilweise zu Russland. Eine wirkliche eigene polnische Regierung gab es wenig. Die waren immer fremdbeherrscht. Und das hat vor allen Dingen eben damit zu tun, dass der Katholizismus es schaffte, innerhalb von 60 Jahren von der Mitte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts den Protestantismus aus Polen fast vollständig abzuschaffen. Ja. Da habe ich mal eine 7-stündige Sendung drüber gemacht, über The Jesuits Derouting the Reformation. Das ist schon im Internet gar nicht mehr findbar. Das war eine Radiosendung mit Walt Stickel in Englisch. Und da bin ich auch auf die Polen-Sache ziemlich tief drauf eingegangen damals. Nun, wir haben inzwischen die Stunde geschafft mit unserer Aufnahme hier. Und ich möchte das auch daher beenden, weil wir setzen uns ja gleich noch mit unserem Bruder Brett in Amerika zusammen zu einer Lesung für Code Word Babylon. Und das war dann doch eine ganze Menge Information, die wir uns heute einverleibt haben. Nicht nur das Ende des 30-jährigen Krieges und ein Verständnis, was der Westfälische Frieden ist und die Religionsfreiheit und wie sie von den römischen Katholiken immer gehasst und unterdrückt wird, außer sie sind selber in der Unterzahl. In Deutschland wollten sie das jahrelang den Protestanten nicht zugestehen, deswegen haben die Friedensverhandlungen zum Ende des 30-jährigen Krieges 7 Jahre oder sogar länger gedauert und das Blutvergießen ging immer nur weiter, weil die römisch-katholische Kirche nicht bereit war, Andersdenkenden ihre Religionsfreiheit einzuräumen. Ja. Ein bisschen was anderes als der Herr der Bibel das macht, ne? Wenn man
Wenn man an den nicht glauben will, dann sagt er von, entweder glaubst du an mich oder du wirst die Konsequenzen davon tragen, aber nicht in diesem Leben, sondern im nächsten Leben. Dann lasse ich dich in diesem Leben halt tun, wie du willst. Musst du ja wissen, ob du dich zu mir bekehren willst oder nicht. Die römisch-katholische Kirche aber sagt direkt in diesem Leben, bekehre oder stirb, convert or die. Ein ganz großer Unterschied. Der Gott der Bibel lässt uns darin die Freiheit, ihm zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Der Gott dieser Welt lässt uns diese Freiheit nicht. It is his way or the highway. Ja, es ist sein Weg oder es ist der Weg in die Verdammnis. Sein Weg ist der Weg in die Verdammnis. Also. Gut, soweit diese 30. Lesung des Buches von Theodor Griesinger über die Wirkung der Jesuiten, die Klugheit der Jesuiten, das Riesenmäßige ihres Wachstums, die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit mit meinem Gast, Bruder Michael, der wahrscheinlich zum Abschluss eben auch noch ein paar Worte sagen möchte. Ich habe eigentlich heute, ich bin ziemlich sprachlos, ich habe eigentlich jetzt der Lesung gefolgt und jetzt gar nicht so viele Zusatzinformationen, außer dass es wahrscheinlich Wolhynien heißt und irgendwo eine historische Landschaft in nordwestlichen Ukraine ist. Aber das ist jetzt nur am Rande. Alles andere lasse ich jetzt einfach mal so stehen und freue mich auf die nächste Lesung und freue mich auch, dass ich dabei sein durfte. Gut, danke Michael, dass du dabei warst. Ist ja auch für mich immer schön, wenn ich jemanden habe, auf den ich mal eben zurückfallen kann, wenn ich gerade mal irgendwo festhänge. Und danke, dass du dabei gewesen bist und meinen Zuhörern und Zuschauern für dieses Video. Danke fürs Zuhören und Zuschauen, für eure Kommentare. Und ich möchte das nochmal eben erwähnen für die Leute, die es immer noch nicht begriffen haben. Diese Arbeit ist komplett urheberrechtsfrei und kann auf allen möglichen sozialen Netzwerken und Videoplattformen wieder hochgeladen und verlinkt werden. Ja? Es ist wichtig, dass diese Geschichte der Jesuiten, sicher in diesem Abschnitt, den wir heute abgeschlossen haben über den 30-jährigen Krieg in Deutschland, dass diese Information an die Leute rausgeht, dass sie endlich mal richtigen Geschichtsunterricht bekommen und wenn sie die Geschichte richtig verstehen, dann auch erst die Gegenwart richtig begreifen können und aus der Gegenwart dann Voraussagen für die Zukunft machen können. Weil man sagt immer, Geschichte wiederholt sich, Geschichte wiederholt sich. Ja, nur wenn ihr die Geschichte nicht versteht, wie sie damals wirklich war, dann erkennt ihr ja auch die Wiederholung nicht und lauft ihr in die nächste Falle, die der Antichrist euch stellt. Und das möchte ich mit unter anderem diesen Lesungen vermeiden, dass ihr in diese Falle lauft, sondern dass ihr mit offenen Augen durchs Leben geht und dass ihr erkennt, wer der Antichrist ist und dass ihr erkennt, wer Jesus Christus ist und dass ihr wisst, dass ihr nur bei ihm, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass ihr nur bei ihm wirkliche Freiheit, wirkliche Wahrheit und wirkliche und einzige Errettung findet und nirgendwo anders. Damit beschließe ich es für heute. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.